Hallo, hier ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Ngang. In der letzten Folge waren wir dem Ende dieses Raumes schon wirklich sehr nahe. Ja, in der Theorie, denke ich mal, weiß ich mittlerweile, wie das da oben zu funktionieren hat. Die Ausführung ist es nur wieder. Aber ja, diverse wichtige Punkte habe ich mittlerweile gesehen. Auch diverse Punkte, die es mir erleichtern werden, hier generell durchzukommen. Wie zum Beispiel, dass ich von da oben lieber einen Fallsprung machen sollte, als einen korrigierenden Doppelsprung, um darüber zu kommen. Ich hatte schon recht, rein von der Distanz her ist es absolut mit einem einzigen Sprung zu schaffen. Nur wenn ich den von der ursprünglichen Höhe aus ausführen würde, hätte ich eben das Problem, dass ich oben gegen die Stacheln dagegen krache. Aber wenn ich einen Fallsprung mache, dann sieht das gleich viel besser aus. Ach ja, ja, das ist dann nur noch ein Sprung. Und da drüben bei den 5 Stacheln, das dürfte dann nochmal kurz mit Doppelsprung gegen die Decke dagegen sein. Und dann ist es mal wieder dieser typische letzte beherzte Sprung zum Portal hin. Ach ja. Mich stört nur, dass wir schon wieder über eine Folge an diesem Raum hier hängen. So hoch der Schwierigkeitsgrad dieses Gebietes auch sein mag, ich möchte trotzdem weiterhin irgendwie versuchen, pro Folge Fortschritt zu machen, damit es hier nicht so vor sich hin dümpelt von wegen, ja, wir zocken halt einfach dahin und irgendwann kommen wir schon weiter. Ich will nicht wieder das Boshi-Phänomen haben, dass sich Ewigkeiten an einzelnen Punkten im Spiel festhängen und deswegen sich das komplette Projekt in die Länge zieht. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht, dass das hier ein Ewigkeitsprojekt wird. Es ist ein Wannabe the Guy Fangame. Aber ich möchte hiermit durchaus auch irgendwann einmal fertig werden. Ich weiß, das ist hier der falsche Ansatz. Wir kommen hier letztendlich schon durch. Ich muss aber halt trotzdem auf der anderen Seite auch, natürlich auch zugeben, dass ich es genauso wie meine Kollegen nicht unbedingt mag, wenn ich in der Folge so überhaupt keinen Fortschritt mache. Vor allem, wenn ich es mit vollkommen gewöhnlichen Inhalten des Spiels zu tun habe und das nicht mal irgendwelche extrigen Level hier sind. So, wenn die ganze Angelegenheit hier letztendlich etwas ist, was man machen muss, weil, naja, dass wir da an der einen Stelle krepiert sind und dann den Abspann bekommen haben, das ist doch ein bisschen sehr... Da fühlt man sich als Spieler doch nicht unbedingt, als ob man das Spiel geschafft hätte. Wir haben einen gewissen Anteil des Spiels geschafft, aber durch sind wir nicht. Der Abspann an der einen Stelle ist einfach nur so ein kleines Bauchstreicheln des Spiels im Sinne von, ja, die einfachen Sachen hast du hinter dir. Gut gemacht. Aber hey, guck mal. Da wäre noch ein bisschen was. Das ist, dezent anspruchsvoller. Hast du da nicht auch Lust drauf? Du hattest doch jetzt an dem Spiel so viel Spaß. Komm. Da geht doch noch was, oder? Kann man doch noch was machen, hm? Noch so ein paar Ebenen. Schadigen von vorher noch mal ein bisschen anschauen, ne? Wie klingt das?
Das klingt doch toll, oder? Ach, ja, man selber denkt sich halt dann. Ja, okay. Ich mach ja schon, bin ja schon auf dem Weg. Das ist die lange Vorrede. Ich weiß doch, dass ich immer noch nicht fertig bin. Ach, das ist doch... Ich spring immer zu früh. Ich spring immer zu früh, das ist mein Problem. Ja, da oben, ich werde einfach wahnsinnig nervös. Ich werde da oben einfach immer wahnsinnig nervös. Gut, andererseits, wer würde das nicht, wenn er verfolgt wird? Bei dem letzten Sprung da, ich bin mir jedes Mal wieder unsicher, warum ich den eigentlich schaffe. Ich würde gerne sagen können, ja, den schaffe ich, weil so und so, aber ehrlich gesagt, nee. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich diesen letzten Sprung hier hinbekomme. Weiß nicht, vielleicht weil die tödliche Frucht noch nicht an der Stelle ist, an der sie mich töten möchte. Oder kann. Da, die fängt mich da immer ab. Ach ja. Ich weiß nicht, ob man es so gut hören kann, aber meistens drücke ich genau in dem Moment gerade die Sprungtaste, in dem mich die Frucht dann erwischt. Ach ja. Komm schon, wir hatten da jetzt schon einige gute Versuche, die wir dann versiebt haben. Können wir es nicht so langsam dann einfach mal schaffen? Und uns dann durch den nächsten Raum quälen. Es sind noch genügend Mechaniken da, um uns zu quälen. Also. Ja, da war es dann gerade der gegenteilige Fall. Da war es zu spät. Fall doch nicht so schnell, Kid. Doppelsprung Xi. Meine Güte. Zögerst eine Millisekunde und bist tot. Ohne Witz, ich verstehe einfach nicht, wie ich es manchmal hinkriege, so viel schneller als die Kugel, als die Frucht zu sein. Also jetzt hier beim ersten Parcours, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie ich es hinkriege, schneller als diese Frucht zu sein. Jetzt bin ich zu weit. Sind wir da auch mal zu weit reingegangen? Geht doch! Meine Fresse! Extra Sprungprüfung! Yay!
Ja, ganz ehrlich. Das gefällt mir gerade schon wesentlich besser als die Paranoia von eben. Da muss ich runterlaufen, dann nochmal einen Sprung machen. Das haut nicht anders hin. Aber ich sehe diese beiden. Ich sehe diese beiden aufeinander deutenden Stacheln da. Auf der rechten Seite und habe Angst. Ah ja. Okay, deswegen sind die beiden Stacheln da. Ich weiß nicht, es hätte auch sein können, dass das Spiel an der Stelle sagt, ja, du. Mehrfachräume haben vorher auch schon so gut funktioniert. Diese Passage da. Die Passage da unten ist viel schlimmer als der ganze Rest hiervon. Einfach nur deswegen, weil ich unter so einer bewegenden Plattform durch muss. Was sowas betrifft, ist unser Kit immerhin fähiger als ein gewisser Megaman-Charakter mit Doppelsprung. Tja. Will ja nichts sagen. Aber hier haben wir ganz schön viel weniger Zeit gebraucht, um dem Portal so nahe zu kommen. Hab wahrscheinlich dann eh in den Kommentaren gleich stehen, ja, das ist aber auch die einfachste der Prüfungen. Falls das jemand schreiben wollte oder schon geschrieben hat, fühle dich ertappt. Ja, da kommt es halt jetzt auch wieder. Nee, also ich muss schon sagen,
Was die Mechaniken des Spiels anbelangt, würde ich schon jetzt so im Nachhinein, nachdem ich sie alle gesehen habe, würde ich schon eher sagen, dass meine Lieblingsmechaniken wahrscheinlich eher die Doppelsprung, die Sprungerneuerer und ja, ich glaube, das die andere Lieblingsmechanik ist das Wasser. Auch wenn ich mich hier wahrscheinlich drauf einstellen darf, danke, dass du Sprungerneuerer genau in dem Moment nach oben bist. Ist ja gut und schön, wenn dass die Bewegung sie auffälliger machen soll, aber dass sich ihre tatsächliche Trefferkiste damit auch auf und ab bewegt, das ist dezent nervtötend. Ach ja. Ach komm schon. Ich wollte gerade sagen, wir haben das Ganze doch vorhin so souverän gemacht. Probleme entstehen eigentlich immer nur dann, wenn sich solche Dinge direkt über den Spitzen von Stacheln befinden. Oder wenn unsere Sprünge aus irgendeinem Grund so extrem kurz ausfallen. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie es überhaupt dazu kommt. Yay. Aber ja. Oh Gott, nein. Darauf habe ich ja jetzt auch schon wieder gar keinen Bock. Wenn er demnächst noch wieder die Mechanik kommt, dass ich diese durchlässigen Plattformen nutzen soll, mich damit oben an der Decke entlang zu hangeln. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich diesen letzten diesen letzten Sprungauffrischer nutzen soll, um da durchzukommen. Ich sehe es nicht. Wie muss dieser letzte Sprung aussehen? Da geht einfach nur der eine Stachel, der obere Stachel zur Seite. Aber wie komme ich über den unteren noch drüber? So, jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden, wie das Ganze gedacht ist. Ich muss den vorherigen, der weiter oben gelegen ist, da muss ich den Sprung aktivieren, während ich falle, sodass ich steigend, aufsteigend
in den letzten hineinspringe. Dass ich da nicht reinfalle, sondern dass ich währenddessen noch im Sprung bin, weil ich dann eine bessere Ausgangshöhe habe. Dadurch wesentlich weiter nach vorne schon fallen kann. Und damit komme ich dann über den Stachel wesentlich besser hinüber. Ja, die Theorie ist ja schon an für sich schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir das nur noch in die Praxis umsetzen, ne? Ja, das ist so ziemlich das Problem, aber das Problem haben wir ja in so ziemlich jedem. Das Problem haben wir ja in so ziemlich jedem Spiel. In der Theorie können wir vieles bereits geschafft haben. Aber die Praxis. Die Umsetzung der Theorie. Das ist das große Problem. Sag ich doch. Ha. So. Zwei Räume in einer Folge. Oh nein. Aha. Ja. Oh Gott. Bitte nicht. Schickt mir doch jetzt nicht wieder lauter Stachelwände hinterher. Ich hasse es, verfolgt zu werden. Ja, klar. Weißt du, in solchen Momenten wenigstens der Pfad genauer beschrieben wäre, den ich nehmen muss. In solchen Fällen der Pfad wenigstens klarer wäre. Da, was mich hier so... Was mich da bei dem oberen so stört, der Freiraum unter diesen beiden. Unter diesen beiden Laufbändern. Wieso? Das wirft für mich als Spieler nur einen Haufen Fragen auf. Puh, bis wir hier durch sind, das ist jetzt wieder was anderes. Doppelsprunge, frischer Prüfung, auch frischer, meine Güte. Die Prüfungen waren... Danke für den Ruckler kurz vor meinem Tod. Das haben wir aber vorher auch schon immer gehabt, wenn ich in Stacheln reinfalle. Gibt's immer wieder so einen kleinen Ruckler vor dem Tod, so als wolle das Spiel. Unbedingt, dass ich... nicht mehr rechtzeitig den Knopf drücken kann.
Immer diese Prüfungen von mach sofort richtig oder krepier. Genau das ist mein Problem, dass ich dann springend da in diese Stacheln reingerate. Aber das ist ja auch der Gedanke hinter dem Ganzen. Mach doch da nicht diese dummen Stacheln hin! Eieieiei. Oh. Ja, mit den Themen ist ein bisschen schwierig, wenn ich erstmal schauen muss, dass ich so einen Raum wieder verstehe. Mit den Themen kann man weiter. Kann man immer dann weiter machen, wenn ich einen Raum schon so weit verstanden habe, dass ich mich bloß noch dran dumm und dämlich probiere, bis ich es endlich durch habe. Aber gerade. Gerade muss ich erstmal schauen, wie ich diesen Raum schaffen soll. Dieser letzte Knopf ist widerwärtig. Und wenn ich mir das da am Schluss so anschaue, was da noch kommt, die letzten Stacheln sind höchstwahrscheinlich nicht allzu langsam. Das ist wahrscheinlich wieder wie damals diese Angelegenheit mit. Eieieiei. Wir werden es einmal fast gehabt. Das Problem ist nur, selbst wenn der Knopf gedrückt wurde, haben wir nochmal so ein dämliches Laufband, gegen das wir anhüpfen müssen. Wieso kann denn nicht wenigstens das letzte der Laufbänder freundlich zu uns sein? Nee, dieses Anhüpfen gegen die Laufbänder. Ich meine, beim letzten will ich dann. Genau die dumme Situation. Genau die Situation, die damit auch produziert werden soll. Du musst die ganze Zeit springen, um gegen das Förderband anzukommen, aber der eine Sprung, den du dann machen musst, um den Schalter zu erreichen, der muss dann plötzlich präzise sein, aber du. Weil der ganze. Zeit irgendwie schauen musstest du unter Zeitdruck, da überhaupt dieses Förderband überwindest, kannst du da nicht so wirklich darauf achten, dass dann der Sprung, der wichtig wird, gerade die richtige Stärke hat. Da. Ich brauche so viele Sprünge, bis ich überhaupt mal da bin.
Ja, und dann noch schnell wieder den Stacheln entgegen. Ach, die Folge ist zu Ende, ich sehe es gerade. Ah, aber ja, wir hatten in dieser Folge ordentlichen Fortschritt. Und den Raum hier kriegen wir auch noch irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir den hin. Wird schon. Einfach nicht aufgeben. Aber für diese Folge soll es das dann gewesen sein. Für Ngang. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.